19. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg für die VfB-Frauen. Gegen den Tabellenvorletzten aus Löchgau soll endlich der erste Ligasieg des Jahres her. Die Gäste haben bisher erst einen Sieg geholt. Haben aber die erste Chance per Freistoß nach nicht mal 2 Minuten Spielzeit. Der ist richtig gut geschossen. Nadine Steiner direkt gefordert. Nur 1 Minute später der erste Vorstoß der Stuttgarterin. Castor geht in den Strafraum und sieht Zielinski. Der Ball trudelt ins Tor. Die ganz frühe Führung. Saisontor Nummer 11 für Anja Zielinski. Das gibt Auftrieb. Castor. Mit dem Abschluss Julia Müller aufmerksam. Das Team von Heiko Gerber hat das Spiel im Griff. Jetzt bräuchte es nur noch ein zweites Tor. Theresa Böpple, gesagt, getan. Ganz wichtig, die 2-Tore-Führung. Drei Unentschieden, 1 Niederlage. So lautete die Bilanz aus den letzten 4 Spielen. Davon merkte man heute aber recht wenig. Marciniak macht die Ecke direkt rein. 3:0 der Pausenstand. Die Gäste hatten ja erst letzte Woche gegen Freiburg-St. Georgen ihre ersten 3 Punkte geholt. Kommen aber auch in Durchgang 2 nicht in dieses Spiel. Am Kunstrasenplatz an der Hafenbahnstraße spielen weiterhin nur die Stuttgarterinnen. Zunächst geklärt, dann aber Böpple, Doppelpack und die endgültige Entscheidung nach gut 1 Stunde. Die Gastgeberinnen haben aber noch nicht genug, wollen sie hier den Frust der letzten Wochen von der Seele schießen. Ganz starker Ball für Castor. Castor bleibt kalt, macht das 5:0. Und für Löchgau sollte es jetzt noch richtig bitter werden. Hatten ja schon vor dem Spieltag 78 Gegentore kassiert. Sophie Geiring, das halbe Dutzend ist schon voll. Wieder mal nur 1 Minute später. Wieder geht es in Richtung Gästetor. Schnittstellenpass von Philipp. Müller legt Böpple, 11 Meter. Und die Chance für Zielinski. Auch sie macht ihren Doppelpack. Es wird hier der höchste VfB-Sieg der Saison. Und der sollte 5 Minuten vor Schluss noch weiter in die Höhe geschraubt werden. Die eingewechselte Marleen Schmelzle nimmt den Ball direkt. Sorgt für den 8:0 Endstand. Die VfB-Frauen holen den ersten Ligasieg des Jahres und das gleich mal mit ordentlich Toren. Sammeln wichtiges Selbstvertrauen für das Topspiel am nächsten Sonntag gegen den TSV Neuenstein.